Also das bist jetzt du. Okay, du bist gerade vielleicht ein bisschen dick geraten, ist aber egal. Passt ja statistisch, denn viele Leute sind ja heutzutage dicker als eher dick als dünner. Hast hier einen Zylinder auf zum Beispiel und dein Smartphone. So siehst du bestimmt ungefähr aus. Kannst dich vielleicht mit identifizieren. Ja, und dann gibt es jetzt hier irgendein Problem. Irgendwo, ja. Und die menschlichen Probleme, die sind die Lösung der menschlichen Probleme, die Menschen so haben, ne, liegt ja auch im Menschen irgendwie. Ja, und dann können wir jetzt hingehen und überlegen, so, du kannst da jetzt trauern und sagen, ich kann eh nichts da hinten ändern hier bei dem Problem, ne? Das Problem hat jetzt mit dem Typen zu tun. Der Typ wohnt irgendwo am anderen Ende der Welt, kannst nichts mit ändern, ja, den kannst du gar nicht erreichen. Oder irgendwas, ne? Zum Beispiel irgendein Öl, was aus einer Ölbauplattform ausläuft, oder irgendein Krieg, oder irgendjemand, der andere Leute betrügt am anderen Ende der Welt, ja, oder umbringt, oder was auch immer. Kannst du nichts jetzt drängst, du kannst nichts machen, ja. Was du aber machen kannst, was du immer jeden Tag machen kannst, ist, du gibst dein Bestes in deinen Alltagssituationen, guckst vor allem, dass deinen Mitmenschen gut geht. Denn wenn du guckst, dass es deinem Mitmenschen gut geht jetzt, ja, deinem Nachbar, der immer hier so rumläuft, mit dem Iro, ja, guckst, dass es dem gut geht, dann guckt der, ist der nämlich auch eher dazu geneigt, wenn es dem gut geht, dass seinen Mitmenschen gut geht, ja. Denn das liegt so im Menschen, der Biologie des Menschen ist so angelegt, wie, dass wir halt atmen. Es ist bei uns so, wenn man keine schwerwiegende Persönlichkeitsstörung hat. Wenn man was macht und man sieht, jemand anders geht es dadurch gut, dann ist man selber auch glücklicher als vorher. Da muss man, weißt du, wenn du irgendjemand hilfst, zum Beispiel hast irgendeine Oma, ja, und der hilfst dir eben, was aus dem Zug zu heben, dann bedankt die sich und freut sich wirklich und lächelt dich an. Dann ist es sehr wahrscheinlich, dass dir auch so ein bisschen dein Herz aufgeht, weil das halt dich freust, dass der geholfen hast, ja, dann funktioniert so mit so, was das nennt sich Spiegelneuronen im Gehirn, ja, wenn der andere dich dann anlächelt und glücklich ist, dann gehen die Spiegelneuronen bei dir im Gehirn, werden aktiv, ja, und weil die Spiegelneuronen sich sehr stark dann auf deinen Bewusstseinszustand auswirken und wenn die dann sozusagen Spiegelneuronen, die spiegeln das glückliche Gefühl des anderen kopieren, dann werden auch bei dir dann direkt die ganzen Endorphine ausgeschüttet und dann geht es dir auch gut, ja, und deswegen, wenn du hier stehst und dann guckst, dass dem besser geht und dann dem, ja, und dann geht es dem, seinem besten Freund besser oder seiner Frau, ja, jetzt seine Frau, schöne Frau, und versteht ihr, dann geht's so weiter, dann könnt ihr auch Sachen erreichen, die eigentlich, wo ihr niemals erreichen könntet, ja, und auch wenn ihr die jetzt nicht direkt erreicht, auch wenn ihr die möglicherweise nie erreicht, ob ihr jetzt halt, der Unterschied ist der, vielleicht erreicht er hier irgendein verhungerndes Kind in Afrika, niemals. Ja, kann gut sein, die meisten werdet ihr nicht erreichen, ja, weil die halt irgendwo verhungern und sterben. Aber was bringt's denn, wenn ihr da jetzt sitzt, wenn ihr hier da jetzt sitzt und schmollt, ja, und dann schließt ihr hier, ne, euer Smartphone hier die Musik an, hört traurige Musik die ganze Zeit und schmollt. Und dann kommt das nicht zustande, ist der nicht glücklicher, ist der nicht glücklicher, ist der nicht glücklicher, ist der nicht glücklicher, sind alle nicht glücklicher, ja. Und dann erreicht ihr den hinten erst recht nicht, dem es da scheiße am anderen Ende der Welt geht. Deswegen, seid einfach freundlich zu euren Mitmenschen, dadurch werdet ihr selber glücklicher und dadurch werden die anderen Menschen alle glücklicher und sind dann auch viel motivierter, wieder ihrem Nächsten zu helfen. Ne? Ist ja klar, wenn ihr jetzt gut drauf seid, dann seid ihr auch viel produktiver, als wenn ihr schlecht drauf seid. Ja? Das bezieht sich jetzt nicht nur darauf, wenn man glücklich ist, ist man auch freundlicher zu anderen Menschen, sondern auf alles. Ja? Wenn man glücklicher ist, dann kann man besser arbeiten, dann kann man besser Sport machen, dann kann man alles besser machen. Ist der ganze Zustand des Lebens besser, ja? Und deswegen, auch wenn ihr meint, den könnt ihr niemals erreichen, ja? Ehe, dass ihr hier sitzt und schmollt und den dann eh nicht erreicht, könnt ihr den vielleicht ja doch über viele kleine Zwischenschritte schon erreichen, ja? Über andere Menschen nämlich, denn darum geht's halt. Menschen sind soziale Wesen und interagieren mit anderen Menschen. Und das ist ziemlich wichtig. Und das könnt ihr auch jetzt machen. Wenn ihr jetzt nicht wisst, was ihr machen sollt, ja, dann gucken diese Videos, dann euch fällt bestimmt irgendwas ein, wenn ihr mal ganz einfach überlegt, geht irgendwo hin und guckt, wo jemand Hilfe braucht. Wenn ihr wirklich nicht wisst, was, muss ja gar nicht jetzt sein, dass ihr jetzt jemand Wildfremden geht und fragt, kann ich dir helfen, sondern es gibt meistens irgendjemanden, den ihr kennt, wo ihr irgendwo dem helfen könnt. Das gibt es meistens sowas. Ja, wenn es im Alltag ist, im Vorbeigehen oder jemand, wo ihr wisst, der kann meine Hilfe gebrauchen, rufe ich mal an, ob der meine Hilfe braucht. Easy. Ja, so funktioniert.